Hallo, komm rein, setz dich in unsere Runde, mach's dir bequem. Ich bin die Mama von Maple und ich bin sparspielsüchtig. Wir gehen die Woche 11 in unsere Luxusbinder und wir beginnen mit dem Kaffeebinder. War da nicht irgendwo auch was bei dem oder im anderen, wo ich noch Geld reintun musste? Oder hatte ich das schon vergessen in dem anderen? Naja, werden wir merken. So, wir schreiben wieder auf. Und wir brauchen noch einen Würfel. Ne, da haben wir immer einen Sechser genommen, ne? Dann nehme ich hier wieder den Kaffeewürfel. Eine 1. 1 oder 5. Wir nehmen ruhig die 5. Sind wir schneller auf den Summen. So, 5. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist dieser Pfirsich-Shake. Nein, habe ich beim letzten Mal auch gedacht. Das ist der. Wer freut sich nicht auf die PSL-Season, die Pumpkin Spice Latte Season? Leider gibt es den nur im Herbst, daher ist heute Sparpause. Hat man letztes Mal nämlich auch 1, 2, 3 mit dem Herz. Du bist heute müde und gönnst dir einen doppelten Espresso. Der bringt dich für 4 Euro in Schwung. Eine 1 für 2 Euro. 4, 1, 2, 3, 4 sind wir auf dem Barista. Da sollen wir Trinkgeld geben. Ich gebe gerne. Dann machen wir mal 2 Euro. Der hat sich ja doch sehr bemüht. 1. Wo bin ich da? Schokomocha oder sowas? Du gönnst dir einen Kaffeemocha mit Schokotopping für 3 Euro. 2, 1, 2, haben wir eine Sparpause. Nochmal eine 2, da haben wir das Kännchen. Draußen nur Kännchen, wer kennt das noch? Moment. Auch vom Husten noch ganz belegt. Wer kennt es noch? Du genießt die Sonne mit einem Kännchen Filterkaffee für 7 Euro. 3, 1, 2, 3, sind wir noch nicht über Open gekommen. Eine 2. Einmal müssen wir noch. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Dann sind wir auf 2 Euro. So, wir haben 10, 12, 14, 16, 18, 22, 27. Ich schreibe es mal auf, zähle aber nochmal. So, 9, 10, 11, 12, 13, 16. 16 und 7 sind, 16 und 7 sind 23, 25, 27. Stimmt. 2 und 7 sind 9. Uiuiui. Okay, dann schreiben wir. Hier rechnen wir zusammen und hier schreiben wir auf, was wir sparen sollen. 9. KW 11, 9 sind dann 63. Falsch rum. So, dann haben wir die Cozy Cats. Oder erstmal würfeln, was wir machen wollen. Ein Losziehen. Lose ziehen war beim Bingo.
600 sind dann die 6. Nullen können wir leider hier gar nichts abstreichen, sondern nur eine 6. Machen wir die 6, damit wir das hier kompletter kriegen. So, dann sind wir hier auch schon durch. Wieder eine 6, 52. Und hier müssen wir uns 6 eintragen. So, und ab jetzt kommen die Zahlen. Ich glaube, ich habe eine zugefügt gehabt, ne? Wir haben jetzt 7. 7, dann nehmen wir einen 8er Würfel. Nee, hier ist sogar ein 11. Das sind 12er Würfel. Das ist verkehrt. Wir nehmen die 6. 5, 6. Das Sparkaffee. Obwohl, wir haben letztes Mal gesagt, wir machen die, die fehlen, ne? Aber ist jetzt auch egal. So. Etwas an. Anmalen haben wir nicht. Rubbeln. Ja. Hier oben den Kakao oder Cappuccino, was es sein kann. Das sind 4 Euro. So, eine 4. So, dann würfeln wir noch mal. Eins dürfen wir bestimmt noch. Die 1 sind die Kaffee Dragon. Bin ich jetzt mal gespannt. Da haben wir das zweite Blatt jetzt aus dem Set. Der in der Tasse sitzt. So, und das sind 11. Zweistellige Summen spare ich ja nicht. Das heißt, 1 und 1 sind 2. Auch wenn wir dann am Ende nicht auf die Summe kommen, die auf dem Blatt steht,
Das ist auch so ein Papier, ne, was ich nicht bestimmt nur mit dem Schirm. KW11. Das hatte ich gesagt, 2 Euro dann, ne? Ja. 2 sind 2. Die 2 habe ich schon notiert. Dann sind wir auf 10. 19, 21. Trauen wir uns noch ein? Mal gucken, mal, vielleicht können wir was. Quatsch, doch, mit dem richtigen Würfel. Nochmal die 1, nee. Die 3. To make me happy. Ich glaube, da ist was zum Abstreichen drin gewesen, oder? Nee. Hm. 4 bis 9. Was hatte ich gerade ausgerechnet, wie viel wir haben? 10, 19, 21. Ja, komm, dann lass uns bestimmen, was man was abhaken. Können wir nicht. Würfeln. Dann würfeln wir mit dem. Ja, machen wir ruhig im 6er, ist egal. Eine 2. KW 11, 2 haben wir hier schon 22 erspielt und hier kommt eine 2 dazu. So, das heißt 10, 19 und 4 sind 23. Lässt sich schwer auf dem Block selber schreiben. So, nächstes Mal muss ich das Blatt abmachen. 23 kommen jetzt in den Kaffeebinder. Gucken, ob wir das wechseln können. Wenn 23 reinkommen, müssen 27 raus. Das haben wir aber nicht. Ah, doch, da ist ein Zweier. Dann kommt 20, 25, 27 raus, dafür der Fuffi rein. So. Das war's mit Coffee. Tschüss. So. Hallo. da schreiben wir es uns dann jetzt anders auf. Da zählen wir wieder rückwärts. Wir haben ja jetzt 27 Euro übrig, die wir verspielen dürfen. Und ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal was, wo wir noch was reintun müssen. Genau, Schulden. Ach, Schoki, was ist denn? Ein Euro Schuldschein hier. Plus 5 Schulden, Euro Schulden im Café. Im Café. 5 Euro Schulden. Okay, dann müssen wir das als erstmal. Dann kommen da nochmal in den Café nochmal die 5 Euro rein. Hatte ich hier gar nicht separat nochmal aufgeschrieben. So, dann können wir natürlich nicht so viel verspielen heute. So, und die 1 Euro Schulden, die schreiben wir hier direkt als erstes ab, sind dann 26. So, und dann fangen wir mit dem Boho-Quartett an. Wir nehmen die Karte, das ist das Pony. Nur. Und wir nehmen die Karte
Der Löwe. Und da gewinnt der Löwe mit 3 Euro. Das Pony hat nur 2. So. 3 Euro sind 23, haben wir noch übrig. KW 11, 3 sind 42. So, dann schauen wir mal, ob wir noch eine. Doch, haben wir letztes Mal, habe ich gesehen, aber war direkt wieder weg, ne? Nie, nie eitel Würste. Ue im ist gar keiner rückwärts versteckt. Holy Lei. Nee, rückwärts ist da nichts versteckt. Aber hier direkt runter ist die Wasechser, also 6. Zwei, vier, fünf Buchstaben haben wir. Das heißt, wir müssen 5 Euro sparen. 23 minus 5 sind 18. Fünf. Jetzt wollte ich es da auch irgendwie abziehen. Nee. Sind 46 Euro bisher erspielt. So, auch von der Alina, wie gerade das Spiel, sind die White Fairies. Und da dürfen wir rubbeln. Und haben 5 Euro dabei. So, wie war denn eure letzte Woche bzw. euer Wochenende? Ich hab an diesem Wochenende erstmal gesehen, was sich auf dem Automarkt getan hat, dass es viele Modelle, die ich schön finde, überhaupt nicht mehr gibt, dass die eingestellt worden sind. Und was mich sehr gewundert hat teilweise. Weil wir sind durch die Autohäuser gegangen, also an dem Samstag sind wir morgens früh direkt los, dass wir möglichst viele Autohäuser schaffen, bis die alle pünktlich um 11:30, um 1 und so zumachen. Weil wann kann man Autos angucken gehen mit mehreren Leuten, ne? Eigentlich ja nur entweder am Wochenende oder wenn man nicht arbeitet, ne? Aber das haben die Autofirmen wahrscheinlich noch nicht kapiert. Weil meine Tochter braucht ein neues, älteres Auto. Aber im Moment, die Gebrauchtwagenpreise sind so hoch, dass wir haben jetzt zum Beispiel bei einem Corsa, ein 3 Jahre alter Corsa kostet 18.000 und ein neuer Corsa mit der gleichen Ausstattung kostet 21.000. Also 3.000 mehr. Und da ist man echt am Überlegen, ob sich dann das wirklich lohnt, dass man direkt bei dem anderen nachher die Reparaturen alles hat oder ob man sich dann direkt einen neuen holt, ne? Jo.
Und meine Tochter braucht den, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt hatte, dass sie Anfang des Jahres einen Wildschaden hatte. Und da war ihr ein Reh vors Auto gelaufen. Und sowohl das Reh war direkt tot, als auch das Auto. Also es war kompletter Totalschaden. Dadurch, dass die Autos aber im Moment gut wert sind, hat sie fast das Geld gekriegt, das sie damals beim Kauf des Autos auch bezahlt hat. Klar hat sie in der Zwischenzeit da Geld reingesteckt gehabt mit Kupplung und Bremsen und sowas, ne? Aber sie hat das Geld gekriegt, was sie damals für das Auto bezahlt hatte. Ich glaube, 2000 irgendwas waren das. Wir haben damit gerechnet, dass sie gerade mal 500 kriegt für einen alten Twingo. Aber waren wir positiv überrascht. Aber trotzdem, für 2000 kriegst du im Moment kein richtig funktionsfähiges Auto. Und damals war sie ja noch in der Ausbildung, beziehungsweise kurz vorm Studium. Und jetzt verdient sie ja Geld und da kann sie sich auch ein höherwertiges Auto kaufen, indem sie noch was drauflegt. Und da haben wir uns jetzt mal informiert und haben so mehrere Autos auf dem Schirm. Wenn man eben rechnen, 25, nicht hoch, runter, Andrea. 18 minus 7 sind 11. Ja, und wir haben jetzt zur Auswahl, was im Moment ihr am besten gefällt und relativ vernünftig ist noch. 7, Moment, nochmal rechnen, 39. Einmal den Corsa, der ist im Moment nicht verkehrt. Also das Auto soll auch, wenn nicht wieder ein Reh kommt, 10 Jahre oder so halten. Deswegen sollte es auch schon mal in die Zukunft denken und Kinderwagen Platz haben oder so. Und nicht jetzt unbedingt so ein kleines Auto sein, dass sie sich, wenn sie doch mal in die Kinderplanung kommt, irgendwann direkt wieder einen neuen Wagen kaufen muss. So, ich glaube, bei 1 und 2 müssen wir nicht würfeln. Wir sind bei 11. Ach kommt, wir machen beide. Dann haben wir die nämlich auch abgeschlossen. Und sind 3. Sind 51. Stimmt, und 51 steht hier auch als Endsumme. Haben wir uns nicht verrechnet. So. Ja, und also der neue Corsa ist im Quatsch, sind 8, so rum. Dann haben wir den Clio uns angeguckt, aber der Clio der hat so einen kleinen Kofferraum, dass er den Hund noch nicht mal mitnehmen könnte, wenn sie irgendwann, wir müssen mal weg oder so, ne? Und oder wir sind im Urlaub und sie übernimmt den Hund oder sie will mit dem Hund mal was machen. Das passt dann halt nicht. Und jetzt kommen wir zum Bibliothekar. Da tue ich blind ein Los ziehen, was ihr nicht so mitkriegt. Das ist eine 5. Die hatten wir auch noch nicht. Bisher. So, und der Clio, der ist, also die Ausführung, die jetzt nicht die neueste ist, es kam jetzt ein Facelift, sondern der davor, ist so innen drin auch mit Liebe zum Detail, so ein bisschen die Luftauslassdüsen sind so ein bisschen bunt und haben wir noch 3 übrig. Also richtig mit Liebe zum Detail. Sie möchten nämlich auch irgendwas Farbiges haben. Und wenn du im Moment zu den Autohäusern gehst, dann darfst du dir 50 Shades of Grey aussuchen. Aber man möchte doch nicht immer nur ein grau, schwarz oder weißes Auto. Ich meine, mein Wagen ist leuchtend blau. Unser Familienauto ist türkis. Und ich freue
freue mich, dass wir so farbige Sachen haben. Und meine Tochter möchte eigentlich auch wieder ein farbiges Auto haben. Das vorige war jetzt weiß und sie hätte jetzt gern was Farbiges. Aber so einfach ist das nicht, sowas zu finden. Und deswegen haben wir noch bei Seat geguckt. Also der Clio ist wirklich ein schönes Auto. Aber halt, der Kofferraum ist zu klein, deswegen ist es raus. Und das ist schade, weil der ist wirklich vom Design her, innen und außen, richtig hübsch. Liebe zum Detail. Selbst die Anschnallgurte haben am Rand noch so farbige Streifen und so. Drei können wir abstreichen. Wir nehmen, ach nee, wir haben gesagt, erst das Fenster fertig machen hier. So, dann sind wir minus den dreien, sind wir genau auf dem, was wir jetzt noch haben. Ach, eintragen hier hinten noch. KW 11, 3 sind 36. Dann ist es das Problem, dass es oftmals jetzt lieber Hybridwagen gibt und die sind aber dann auch schon wieder mit Automatik und sowas und sie möchte gerne einen Schaltwagen haben, was ich verstehen kann. Ich fahre auch lieber Schalt. Und ja, was haben wir uns noch angeguckt? Bei Seat den, wie heißt denn der kleinste? Ibiza, weil sie hat den Ibiza und dann haben wir den Fiesta uns nochmal angeschaut. Der wird, ist ja jetzt auch eingestellt worden, aber den kriegt man noch als Tageszulassung, stehen die noch überall rum oder auch als Jahreswagen. Kann man noch bekommen, wobei der, finde ich, recht teuer ist. Wo waren wir dann noch gewesen? Dann waren wir bei Peugeot und das passte überhaupt nicht. Also wenn sie im Auto sitzt und sich alles einstellt, dann ist der obere Lenkradbereich genau vor dem Tacho und sie kann nicht sehen, wie schnell sie fährt. Da hat er gesagt, ja, sie können ja das Lenkrad runterstellen. Ja, dann hat sie es so auf dem Oberschenkel, dass sie den Wagen gar nicht verlassen könnte wieder. Und also der war dann raus. Und dann haben wir uns noch genau Suzuki nochmal angeguckt. Und wir waren bei so vielen, kriege ich gar nicht mehr alle zusammen. Jedenfalls bin ich jetzt auf dem neuesten Stand, was so die Automodelle wieder anbetrifft. Und ich habe direkt gesehen, so, oh, ich glaube, ich möchte auch. Ich brauche, glaube ich, gar kein Mini mehr. Ich habe welche gesehen, die so ein Q3 oder so ist was Schönes oder ein Q2. Und ja, es gibt eine Menge neuer Traumautos. Aber bis ich das Geld zusammen habe, wird sich da sowieso noch ganz viel geändert haben, weil die haben den Mini jetzt so verändert, der gefällt mir nicht mehr. Der ist so komisch eckig geworden, als hätten sie den einfach nur in die Länge gezogen auch. Und ja, aber bis ich das Geld für mein Traumauto zusammen habe, da fließt noch viel Wasser den Rhein runter. So, und damit sind wir am Ende der Spielrunde. Und damit sind wir am Ende der Luxusspielrunde. Wer Lust hat, bleibt jetzt noch dran und guckt zu, wie ich mit meinem Mann den Krimi-Binder spiele, beziehungsweise ist im Krimi-Binder jetzt ja auch das Casino von der Minimi drin. Und ich sage euch sonst schon mal Tschüss. Wir sehen uns das nächste Mal oder gleich im nächsten Video. Tschüss. Hallo. Hallo. Willkommen zur Krimi-Runde KW11. Und vielleicht kriegen wir den Krimi, ja fertig nicht, aber wir sind ja schon sehr nah am Ziel, ne? Eigentlich. Der Sparkrimi ist von Oma Bell-Batschting. Wenn euch das interessiert, die hat auch noch einen zweiten Teil, dann könnt ihr euch den holen. Für den ersten haben wir euch ja gespoilert. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr euch ja noch den zweiten Teil holen. Den kennt ihr ja noch gar nicht. So, dann müssen wir jetzt eins von den beiden. Ja. Dann fang du ruhig mal wieder an. Ich habe letzte Woche gerummelt.
Noch ein gut. Habe ich also sowieso schon so zerstört. Was haben wir denn da? Der Gräfin wurde bereits ein Teil des Vermögens übertragen. Deshalb ist Jonathan im Testament als Alleinerbe eingetragen. Ja, nochmal was auf Jonathan wegen dem Geld hinweist, ne? Jetzt habe ich Jonathan gesagt. Ja, ist aber egal. Ja, wir sind in Deutschland. ja, aber das heißt, uns fehlt ja immer noch der Tatort. Und Motiv haben wir, aber vielleicht ist das dann nächstes Mal darunter. Sollen wir hier nochmal ein Wort suchen oder sowas? Obwohl, wir haben jetzt 10 Euro da drin, ne? 10 Euro muss man reinsparen, das reicht dann für diese Woche vielleicht, ne? 10 sind dann, okay. Ja, ja, hier immer, ja, jeder genau. Hinweis 10. Ja. Ja, dann haben wir noch nächste Woche was. So, 10 Euro. Mäppchen. Ich denke, das war ja, der war im Keller, dass das schon im Weinkeller passiert ist, ne? Mhm. Aber da wir ja ich sparen wollen, rubbeln wir alles bis zum Ende auf, genau. Ne? So, dann kommt von Alltagssparen der Mord im Luxuszug. Und vielleicht schaffen wir es heute aufzulösen und hier rüber zu. Dann können wir nächste Woche darüber gehen. Mhm. Ein Kerl fehlt uns noch. Ja. Dann beginne ich hier mit der Reihe. Aber das sind 3 Euro. 3 Euro. Ja, die haben wir dann gelöst. Also hier, das 3 in der Reihe sind, glaube ich, nicht. Da ist einer weit weg in der Reihe. Dann nehmen wir mal. Ich nehme den hier. 1 Euro. Okay. Dann sollen wir noch einen machen. Ja, klar. Welches nehmen wir denn? Im Omel. Ja. Ja, nee. Ja. Nee. 5 Euro. Das ist jetzt doch teurer geworden. Okay, dann hören wir auf. Dann sind das 9 Euro. Da sind wieder Locherplättchen drin. Deswegen ist der so lang. Nee, die hatte ich eben als schon mal dahin getan. Die 4 Euro und dann ja, die 5. Genau. Ach so. Dann habe ich mir jetzt den 1 Euro einen rausgeholt. Einen hast du rausgeholt. Genau. Gut. Tragen wir das mal eben ein. So, und dann hatte ich ja neu von der Minimi das VIP-Casino. Mhm. Das ist natürlich. Ich finde es schade mit dem Spielplan, aber ich will den jetzt auch nicht zusätzlich nochmal lochen. Ja. Ja, deswegen habe ich ihn jetzt erstmal wieder da reingetan. Jetzt muss man mal gucken, wo, siehst du, wo Start ist? Ach, Einlass. Ja. Genau. Und das ist das Zubehör, das VIP-Bändchen und die Sterne. Mhm. Da ist der Magnet. Da ist ein schwarzer Magnet bei. Ich bin mal gespannt auf dem schwarzen Feld, ob ich Blindfisch den überhaupt immer finde. 3. Da ist die 4. Karte. Dann haben wir 4 Karten. Oh, ist aber ein goldener Würfel dabei. Ja, edel, ne?
Edel, edel, sprach der Wedel. So. Gut, solange auf den Feldern. Wenn er natürlich so irgendwie verrutscht, dann sind wir nachher am richtig suchen mal. Ne? Aber so, Einlass. Wir nehmen einen Vierer oder einen Sechser Würfel. Mit einem Vierer ist man natürlich kleinere Etappen unterwegs. Ja, wenn der Würfel doch schon dabei ist, dann nehmen wir so, auch den Würfel. Ne? Den habe ich schon wieder vergessen gehabt. So, gucken wir mal. Eine 6 direkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Würfel. Würfel zweimal. Bei einer 2 bis 6 spare 1 Euro. Bei einer 8 bis 12 spare 2 Euro. Bei einer 7? Ach, zweimal, ja. Bei einer 7 musst du 7 Euro sparen. Würfel du mal und ich sag dann, was wir sparen müssen. Eine 1. Plus 3 sind 4. 2 bis 6 spare 1 Euro. Wir spielen ein paar Runden, komm. Wir haben hier 1 Euro, ich schreibe das. Ach so, ich schreibe es auf. So, jetzt darfst du ziehen. Und wenn wir viel zu hoch kommen, machen wir eine Quersumme. Achso, ich hatte. Hier. Genau, müssen wir da erstmal noch wieder hin. 6 hatte ich geworfen. Ja, dann zieh du. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Stern. Bedeutet. Ja, das Problem ist, wir müssen. Im Ort, im Heftbein, da macht man ja so. Ja, genau. Hier unten der. Wow, ein paar goldene Lose. Öffne es schnell, spare die Quersumme, um den Abend weiterhin zu genießen. Dann darfst du das Los öffnen. Aber schmeiß das nicht weg, ich roll das wieder und tue es wieder rein. Mhm. Okay, die Quersumme wäre dann 7. Ja. Dann haben wir 7. Dann hören wir auf. Mit 8 Euro ist gut. Ja. Also bei manchen Spielen mache ich es, dann mache ich eine komplette Runde, bis ich einmal rund bin. Okay. Und dann nehme ich von dem, was ich hier draufstehen habe, nochmal die Quersumme. Ah ja. Ne? Damit ich einfach mehr spielen kann. Muss ein bisschen enger aufrollen, bestimmt. Dann haben wir von dem Zubehör noch, doch, das goldene Los ist ja auch Zubehör. Aber ich wollte sagen, wir haben von den Sachen jetzt nichts gebraucht. Normal wären die goldenen Lose ja auch hier in dem Mäppchen. 8 Euro, ne, waren das? Ja. Ich muss mal gucken. Ich habe überlegt, ob ich mir das einmal einscanne und eine Nummer größer kopiere, weil ich das hier für den DIN A5 habe. Dann kann man es abheften. Den Würfel noch mit rein. Jawohl. Das ist gleichzeitig das Dashboard hier. Ach nee. KW11 immer noch 8 Euro, Summe 8. So, und damit sind wir durch. Ging schnell, obwohl es ein Spiel mehr ist. So, damit dürfen wir euch verabschieden. So, das war's ab heute. Tschüss. Ja, ihr Lieben, ich verabschiede mich von euch mit dem Mantra, ich werde die nächsten 24 Stunden nichts bestellen und wenn doch, werde ich es genießen. Bis dann.